Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Hierbei handelt es sich von Banjo-Kazooie für die N64. Dieses Spiel ist zufälligerweise genauso wie Mario 64 mein Lieblingsspiel. Es ist einfach so bei mir, ich kann mich nicht entscheiden zwischen Mario 64 oder Banjo-Kazooie, was von den beiden mein Lieblingsspiel ist. Deswegen habe ich irgendwann mal die Entscheidung getroffen, dass einfach beide ganz oben auf meiner Liste sozusagen ist. Fangen wir erstmal mit der Story an. Unsere Antagonistin ist die Hexe Gruntilda. Diese möchte die schönste Hexe im ganzen Land sein. Beziehungsweise die schönste Person im ganzen Land. Aber die schönste Person in diesem Land ist eben dieses kleine Mädchen namens Tutti, was die Schwester von unserem Protagonisten ist, Banjo. Hier haben wir auch noch einen kleinen Helfer von uns, nämlich Bottles, der uns im Laufe des Spiels einige Moves beibringen wird. Hier ist auch unser Protagonist Banjo und seine Freundin Kazooie, die ein Vogel ist. Banjo ist ein Bär. So, und die Hexe, also der Plan der Hexe ist jetzt, Tutti zu entführen, was sie auch durchführt. So, jetzt entführt sie die Schwester von Banjo und ich glaube, ihr merkt schon, warum dieses Spiel so genial ist, weil die Schwester wird einfach entführt und in der Zwischenzeit schläft einfach der Bär Banjo, also der Protagonist. Das ist einfach nur übelst witzig, weil die da draußen so einen Lärm machen und er einfach weiter schläft und seine Freundin Kazooie macht ja auch noch mal mehr Lärm. So, wir starten hier ins Spiel. Das ist hier Banjo. Wir haben am Anfang drei Leben sozusagen, also wir können dreimal drauf gehen. Die Honigwaben, die wir gerade gesehen haben, sind unsere Herzen sozusagen oder unsere Leben. Er hat uns jetzt auch schon ein paar Moves beigebracht. Das ist einmal dieser Federflug oder so oder Federgleiten. Das ist einfach, wenn wir springen, einfach nochmal A drücken, dann können wir sozusagen so schweben. Wir haben einen solchen Salto, indem wir auch sozusagen noch ein One-Up holen können hier oben. Einfach so. Dann kommen wir direkt hier ran. Das sind solche Bärenpokale oder so. Die zählen eben als Leben. Und wir haben noch einen Angriff. Das ist hier dieser Schnabelstecher. Und Banjo kann auch noch hauen, rollen. Und ja, mehr Moves können wir noch nicht. Aber mit diesen Moves können wir jetzt in diesem, ja, keine Ahnung, ich würde es kurze Oberwelt oder so nennen, können wir diese Honigwaben irgendwie sowas bekommen. Und wenn wir davon 8 sammeln, glaube ich, oder 6, ich habe es gerade nicht genau gesehen, bekommen wir eben ein Leben mehr. Und das ist über den Verlauf des Spiels hilfreich. Wenn wir Gegner töten, droppen die eben auch diese Honig, also diese ausgefüllten Honigwaben. Und das sind halt leere Honigwaben jetzt. Und es sind 6. Okay. Also wir müssen 6 davon sammeln. In diesem Bereich sollten sogar 6, glaube ich, sein, wenn ich mich recht erinnere. Und da ist die nächste. Banjo kann nämlich auch klettern. So, es ist halt einfach hier mit diesen Honigwaben, soll man halt eben die Fähigkeiten von Banjo halt ausprobieren. Finde ich echt eine echt gute Lösung. Banjo kann natürlich auch schwimmen. Das ist einfach eine sehr gute Möglichkeit, um eben den Spieler quasi selbst herausfinden zu lassen, was er halt mit diesem Charakter kann. So. Bam, damit haben wir den letzten auch. Hier müssen wir nämlich
Okay, das habe ich anders in Erinnerung gehabt. Müssen wir anscheinend nur einen besiegen. Und wir haben nun ein Leben mehr. Und damit können wir dieses Hub World oder so jetzt verlassen, indem wir diesen Berg da oben, diesen Turm hier oder Turmberg besteigen. So, jetzt sind wir hier oben. Und wir können von der Hexe Contilda nun ihr Schloss erreichen, ihr Turm. I don't know. Wo wir jetzt auch in die richtige Hubworld dann kommen. Ah ja, hier gibt es erstmal eine Cutscene nochmal, wo jetzt unsere, also die Schwester von Banjo entführt wurde. Denn die Hexe möchte mit Hilfe einer Maschine quasi die Schönheit von Tutti, also der Schwester, über sie übertragen. Die Story ist einfach verrückt. Das, also diese Story von diesem Spiel hebt sich einfach von allen anderen Spielen, die zu diesem Zeitpunkt auch bis heute erschienen ist. Was einfach nur krass ist. Aber falls ich es noch nicht erwähnt habe, wir haben hier natürlich auch einen Plattformer. Das heißt, wir müssen hier auch Sachen sammeln. Und wir kommen hier nämlich zu einem neuen Sammelgegenstand. Das ist ein Puzzleteil. Mit denen können wir die Welten freischalten. Es gibt insgesamt 100 Stück, die wir sammeln müssen. Und es sind einfach sozusagen die Sterne in Banjo-Kazooie. So, die erste Welt befindet sich auch direkt hier. Hier müssen wir nicht das gerade gefundene Puzzleteil einsetzen. So, und damit schalten wir die erste Welt frei. Indem wir halt dieses Tor damit öffnen. So, ja, es gibt insgesamt 9 Welten. Und wir betreten nun die erste und dann stelle ich euch direkt 2 neue Sammelgegenstände. Ne, 3. Erstmal diesen Jinjo. Den gibt es insgesamt 5 in jeder Welt. Und wenn man sie einsammelt, bekommt man halt ein Puzzleteil. In jeder Welt gibt es 10 Puzzleteile. Und hier haben wir direkt das nächste Item. Das ist so ein Mumbu-Schädel. Zum Mumbu kommen wir noch später. Aber mit. Wir brauchen die halt, um mit Mumbo dann später zu interagieren zu können. Und hier haben wir die Noten. Bei den Noten gibt es 100 in jeder Welt. Hier, wir können den Berg hier gerade nicht erklimmen, dafür brauchen wir eine Fähigkeit. Aber ja, davon müssen wir halt 100 in dieser Welt sammeln, um in der Oberwelt solche Notentüren zu öffnen. Dann wieder zu diesen Podesten hinzukommen, um neue Welten halt freizuschalten. Also es gibt einiges hier zu sammeln. Und jetzt möchte ich hier noch die Noten einsammeln. So, jetzt sind wir jetzt weiter hier. Hier ist auch ein Gegner, der direkt am Anfang, ein Gegner, der unbesiegbar ist, weil man... Okay, warte. Man kann ihn hier anhitten, aber es bringt nichts, weil er nicht drauf geht. So, wir gehen dann mal direkt hier hin. Denn hier ist dieser Affe und der wirft halt solche Mangos auf uns. Oder Orangen eher. Und wir müssen halt einfach auf diese Platten hier stehen, damit er sie aktivieren kann. So, das haben wir gemacht und wir haben unser erstes Puzzleteil in der ersten Welt. So, das nächste Puzzleteil können wir ganz easy holen, denn wir können hier eine Orange noch von dem Affen klauen und sie diesem kleineren Affen geben. Und wir haben direkt unser zweites Puzzleteil. Hier kommen wir dann einfach so hoch. Wir haben hier wieder einen Maulwurfshügel. So, wir haben jetzt eine neue Fähigkeit von ihm bekommen. Denn wir können nun diese blaue Eier hier nutzen. Hier ist noch so ein Hexenschalter, den wir leider noch nicht aktivieren können.
Aber zum Glück kriegen wir noch diese Fähigkeit dafür in dieser Welt, aber dann an einem anderen Ort. Mit den Eiern, diese Eier können wir jetzt einmal nach vorne schießen. Einmal nach hinten. Oh Gott, ich liebe diesen Move. Denn wir können diese Eier auch einfach aus Banjo rausfurzen und dieses Spiel ist so genial. Aber wir gehen direkt hier zu diesem kleinen Mini-Boss, den wir einfach hier mit unserer neuen Fähigkeit mit den Eiern abwerfen müssen. Und halt hin und wieder mal seinen, wenn er halt seine Orangen auf uns wirft, einfach aus. Oh, jetzt hat er zweimal geschossen. Okay. So. Diesen Gorilla haben wir jetzt auch erledigt. Und wir bekommen direkt unser drittes Puzzleteil. Ich würde sagen, ich beende mal diesen ersten Part. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und es geht das nächste Mal weiter.